Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind zurück in Preußen. Wir schreiben das Jahr 1853 und wir haben wieder so viel Geld. Wir werden mal in zweiter Reihe jetzt auch noch Forts bauen. Wir werden jetzt ja hier mal mitziehen mit diesen ganzen Kriegstreibern im Ausland. Hier wird schon erweitert. Alles klar. Ja, wollen wir denn Dortmund auch noch machen? Machen wir auch noch mal Dortmund. Und vielleicht hier auch noch die zweite Reihe. Dann stehen wir einigermaßen sicher da. Küstrin kriegt was. Cottbus kriegt was. Achso, da wird schon erweitert. Berlin hat schon, aber da werden wir natürlich noch ein dickeres vorhinsetzen, ist ja ganz klar. Und Magdeburg bekommt auch was. Soweit, so gut. Ansonsten ist vielleicht mal ganz interessant. Nee, wir machen was anderes. Wir schauen uns noch mal kurz hier die Produktion an. Und ich habe es hier mal sortiert nach Anzahl der Fabriken. Und ich glaube, es lohnt sich. Ich habe mal geguckt, wie viel Facharbeiter haben wir eigentlich in diesen Provinzen, in den entscheidenden, wo wir die vielen Fabriken haben. Und da habe ich gesehen, in Brandenburg haben wir 46.000, in Niederrhein 15.000 und in Schlesien 19.000. Nun ist das natürlich auch nicht allzu verwunderlich, denn wir haben natürlich in Brandenburg wirklich auch die meisten Fabriken. Das zählt ja quasi diese Stufe. Ich will nicht sagen, dass sie wie eine zählt, aber fast. Sie können nämlich extrem viel Arbeiter da fassen. Ihr seht das, eine Stufe 10.000 Arbeiter. Hier können also 30.000 Arbeiter arbeiten, während hier schon 50, 60, 70, 80.000 Arbeiter arbeiten können. Dennoch, glaube ich, lohnt es sich, wenn wir hier mal einen Schwerpunkt setzen auf Facharbeiter. Und jetzt überlege ich, in welchen Regionen. Am besten machen wir mal hier in Schlesien Beförderung von, wo haben wir sie, Facharbeiter. Das ist, glaube ich, ganz gut. Und zwar, das ist egal, wir nehmen da irgendeins raus, denn wir machen jetzt beide. Und jetzt die Frage, Niederrhein oder Brandenburg. Hier ist ja noch einiges frei. Fangen wir mal vielleicht doch in Brandenburg. Machen wir Brandenburg weiter. Ist eben unser industrieller Schwerpunkt. Angestellte zu fördern ist auch durchaus sinnvoll im späteren Verlauf. Da haben wir nämlich auch noch relativ wenig. Die macht sie nämlich erhöhen deutlich die Effizienz der Fabriken. So, Politik. Ich habe gesehen, wir haben Bewegung, polnische Freiheitsbewegung, Kampagne für eine freie Presse und Wahlrechtsbewegung. Und die können wir komplett unterdrücken. Hervorragend. Dann kann das so weitergehen. Und nun sind Militärpläne erforscht. Beziehungsweise entwickelt. Armeeorganisation steigt, dadurch auch der Nachschubverbrauch. So, hier haben wir noch eine alte Zeitung. Aber nichts ist älter als eine alte Zeitung oder so. Wie hieß es noch? Die werden wir diesmal ignorieren. Hier wurden weiterhin Eisenbahnen gebaut. Sehr schön. In Westpreußen hatten wir dieses hübsche Event. Was jetzt eigentlich noch fehlt, sind in Ostpreußen Eisenbahnen. Könnte man eigentlich direkt mal anleihen als Staat. Zumal das diese Region ja uns irgendwie besonders... Ah, nee, da sind schon Investoren dabei. Na wunderbar, da brauche ich ja gar nichts tun. Was ist denn hier jetzt fertig geworden? Sägemühle in Magdeburg, Düngerfabrik in Danzig. Aber erstmal große Entdeckung, Arbeitskontrolle und Hierarchie. Fabrikleistungseffizienz plus 1% durch die Einführung von Arbeitskontrolle und Hierarchie. Aufgaben jedes Arbeits professionell beaufsichtigt. Dadurch wurden Entscheidungen auf Produktionsebene schnell und effizient getroffen. Sehr schön. Und Personalkategorietabellen. Oh Gott, das klingt so langweilig. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Mobilisierungsumfang steigt aber dadurch. Um plus 1 auf glatt mal eben 40. Ich weiß nicht, ob dieser eine Effekt es gewesen sein kann. Keine Ahnung. Wir gucken nochmal. Düngefabrik in Danzig ist gebaut worden. Betonfabrik in Trier. Stahlfabrik in Königsberg. Eisenbahn in Stralsund. Eisenbahn in Halle. Eisenbahn in Stettin. Eisenbahn in Erfurt. Eisenbahn in Koslin. Luxuskleiderfabrik in Köln. Und Eisenbahn in Oppeln. Und was ist hier noch los? Dänemark, Bündnis mit Hannover. Na gut, das ist alles Teil unseres großen Bündniskonglomerats. Das ist alles okay. Oberhaus sinken weiter die Liberalen. Große Entdeckung, Mobilmachungszeitpläne. Durch die Vorausplanung der Mobilmachung verfügten alle Reserveeinheiten über vorbestimmte Mobilisierungsbereiche, Zeitpläne für Ausrüstungsaufnahme und Zugtransport sowie Marschrouten zur Front.
Dies beschleunigte die Mobilmachung erheblich. Mhm. Weiter steigt der Umfang. Jetzt auf 43 Regimenter. Aber wie gesagt, wenn man die erstmal mobilisieren muss, dann hat man, glaube ich, etwas falsch gemacht. Planerisch. So, wir machen mal hier ein bisschen Beziehung verbessern. Wir sind da auf 100. In Bayern sind wir schon auf 200. Dann gehen wir jetzt hier nochmal. Oh, jetzt müssen wir noch kurz pausieren. Jetzt ist ja einiges passiert. Erstmal eine große Entdeckung. Arbeitsklassifizierung. Durch die Klassifizierung von Arbeitsaufgaben wurde die Produktionsorganisation verbessert und effizienter gestaltet. Sehr schön. Plus 1%. Beziehung verbessern. Und ich sehe gerade, wir müssen unbedingt eine Forschung wählen. Machen wir mal weiter Industrie. Wir könnten die nächste Eisenbahnstufe oder wir machen mal hier Chemie und Elektrizität, weil nachher bei anorganischer Chemie dann auch noch einiges auf uns wartet. Also da hängt mir ein bisschen her. Die Forschung sollten wir dringend beginnen. Und was sehe ich hier? Ja. Ja. Wir können hier endlich mal wieder die Meinung steigern. Oder, ich bin mir nicht ganz sicher, wir könnten auch Frankreich in Verruf bringen. Ach, das ist so schwierig hier zu entscheiden. Wir machen mal Folgendes. Wir werden erstmal hier die Dinger runtergeben. Dann haben wir hier richtig viel Power jetzt. 0,18 ist viel. Wir müssen das jetzt eigentlich durchziehen. Wir werden in Sachsen mal Folgendes machen. Wir werden in Sachsen genau, hier mal aggressiv vorgehen und die Berater ausweisen. Und zwar Österreichs Berater. Damit verlieren die komplett ihren Einfluss, sind erstmal draußen. Dann werden wir in Sachsen tatsächlich uns hier mal fast zurückziehen und alle Macht auf Baden geben. Und jetzt erstmal hier die Meinung steigern. Jetzt ist es herzlich und jetzt hoffen wir, dass wir jetzt so schnell sind, dass uns die anderen nicht wieder raus... Ach, die Franzosen. Naja, ja, alles klar. Ach, das ist so schwierig. Jetzt geht es 75% langsamer, weil die Österreicher uns hier in Verruf gebracht haben. Naja, und wenn die Franzosen 50 haben, dann werden sie uns da bestimmt rauskicken. Also wir kommen hier noch nicht so richtig gut voran. So, Krieg zwischen Argentinien und Bolivien, da hat man auch das Gefühl, da ist laufend Krieg und schon wieder ein Hadrosaurus entdeckt. Tja, ansonsten nichts so Entscheidendes. Artilleriefabrik. Eisenbahn in Magdeburg, Eisenbahn in Stendal. So, ja, jetzt sind wir schon wieder neutral. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir mal nicht die Meinung verbessern. Ich muss ja jetzt mal hier eine vernünftige Taktik mir überlegen. Sondern das mal aufbauen lassen und dann die anderen mit Botschafter ausweisen oder so. Denen Einhalt gewähren. Vielleicht ist das eine bessere Strategie. So. Frankreich überzeugt das so. Das kennen wir auch schon. Oh Gott, so viel wird gebaut. Eisenbahn, Gumbinnen, Turun, Danzig, Stettin, Allenstein. Und es geht immer weiter. Es geht immer weiter, Leute. Wir bauen und bauen und bauen. Was für ein Zeitalter der Industrialisierung. Und seht ihr, große Tage für Preußen, die Schnapsbrennerei, die funktioniert endlich richtig. Herrlich. Aber die Konservenfabrik nicht, das ist schade. Ich glaube, die subventionieren wir, die brauchen wir nämlich. Die subventionieren wir nicht. Das ist überhaupt so eine mistige Geschichte. So, Spanien will Krieg gegen Marokko führen, okay. Offenbar mit Einverständnis von Frankreich. Ja, hier, Seide. Das ist das Problem an dieser Fabrik. Es gibt nicht genug Seide. Insofern ist das eigentlich eine total beschissene Fabrik. Wenn ich das mal so sagen darf. Und Kleidung haben wir auch nicht. Eigentlich reißen wir die ab. Komm. Wir wollen die zerstören. Das ist echt Mist. Da habt ihr Kapitalisten nicht marktgemäß gehandelt. So, wir müssen mal gucken. Wir wollen hier nichts subventionieren, was nicht kriegswichtig ist. Das muss ich schon irgendwie selbst tragen. Hier sind nochmal Stoffe. Da bin ich ja doch ein bisschen skeptisch. Na, mal gucken.
So, Medizin. Versorgungslimit plus 25%. Das ist schön. Und wir müssen unbedingt die nächste Forschung jetzt machen. Und wir werden... Tja, wollen wir schon in die nächste Eisenbahn? Oder wir gehen nochmal in Richtung Eisen. Es ist so verlockend, weil wir so viel Eisen und Kohle haben. Ja, komm. Lasst uns das nochmal machen. Das bringt so viel so schnell. Es ist einfach herrlich, den Weltmarkt zu überfluten mit Kohle. Telegrafische Koordination. Durch die Koordination von Einheiten mittels telegrafischer Befehlsübermittlung beschleunigte sich deren Operationsgeschwindigkeit und Entscheidungsfindung beträchtlich. Armeeorganisation steigt weiter. So, Eisenbahn in Kreuznach, in Trier, in Saarbrücken. Und Tibet in der Einflusszone. Okay. Ja, sehr schön. Oh, wir haben schon wieder so viele diplomatische Punkte. Können wir hier noch was tun? Ja. So, Beziehung verbessern. Wir sind hier so gut am Start. Mit den Osmanen machen wir auch weiter. Und Bayern ist sowieso auf Maximum. Und jetzt gucken wir uns das auch überhaupt nochmal an hier. Wie sieht es denn inzwischen aus? Oh ja, wir werden jetzt mal die Taktik verfolgen. Ah, wir haben wieder nicht als erster 50. Oh, was haben die Franzosen jetzt gemacht? Die haben ihre 50 ausgegeben oder was war da los? Baden ist vertraut. Vielleicht, ich meine, es kann natürlich sein, dass die Österreicher dann auch die Franzosen immer wieder rauskicken, dass es ein großes Hallo ist und ein großes Hin und Her. Aber wir sind jetzt schnell. Wir sind ganz gut dabei. Bayern geben wir jetzt mal kurz auf. Ach ne, wir sind ja auch noch in Verruf gebracht worden. Vielleicht bleiben wir mal einen Augenblick an diesem Bildschirm und gucken mal. Oh, wir haben erstmal den hegelschen Idealismus. Während sich der die neokantischen Denker über die beste Interpretationsweise des kantischen Wissens stritten, präsentierte der außergewöhnliche Philosoph Hegel seine eigene idealistische Philosophie. Ihre Hauptaussage war die philosophische Ansicht, dass die Gedanken bzw. der Geist die fundamentale Realität begründet, die die Geschichte auf halbdeterministische Weise vorwärts zieht. Hegels Einfluss war enorm. Zu seinen Anhängern zählte unter anderem der junge Karl Marx, der diese Art von Idealismus weiterentwickelte, wenn auch in eine andere Richtung, ja, in eine sehr andere Richtung, denn er sagte dann später mal, er hätte Hegel vom Kopf auf die Füße gestellt. Ja, gut, aber wir haben immerhin einen prozentualen Prestigegewinn aus der Nummer. So, wir sind jetzt hier bei 50. Wir könnten die Meinung steigern. Wir könnten auf, aber Frankreich jetzt, wir könnten doch, wir machen das mal. Wir bringen jetzt mal, geht nicht. Ah, okay, die sind auch vertraut. Das heißt, wir haben eigentlich keine andere Chance, wenn ich das recht sehe. Außer Spanien, Marokko, außer uns die Meinung zu steigern, weil alle anderen Aktionen, da brauchen wir entweder herzlich oder die anderen dürfen nicht vertraut sein. Wir müssen das machen. Es hilft nichts. Obwohl, wir können bis 100 warten. Dann kostet uns das 50 und dann haben wir noch 50, um zumindest Berater aus und Botschafter auszuweisen. Das wäre eine Möglichkeit. So, sie haben weißer Friede. Oder haben die Holländer offenbar nicht so gut agiert? Gut, jetzt warten wir mal, bis wir da die 100 haben. Wir könnten natürlich selbst vorher ausgewiesen sein werden. Das ist das Risiko bei dieser Geschichte. Wie man es macht, man macht es falsch. So, Eisenbahn in Memel, in Königsberg, in Görlitz. In Görlitz nochmal irgendwas vor. Achso, das sind jetzt die Forts. Oh. Sizilien, Neapel mit Bündnis mit Spanien. Als wären die ganzen Forts fertig. Korea in der Einflusszone von den USA. Da ist schon wieder das Bündnis gebrochen.
Gut, Druckkammern für Thorax-Operationen. Der Sauerstoff im Blutkreislauf war während Thorax-Operationen stets ein großes Problem gewesen. Doch durch die Ausführung solcher Operationen in Druckkammern konnte das Risiko beträchtlich reduziert werden. Prestige gewinnen. Relativ zumindest. So, 91 haben wir. Und die anderen haben 14 und 10. Wir könnten auch mit einem Schlag vertraut werden, glaube ich, oder? Das testen wir jetzt mal aus. So, jetzt haben wir 100. Meinung steigern. Jetzt haben wir 50. Und am 4. Dezember können wir den nächsten Diplomaten schicken. Und wenn ich recht informiert bin... Oh Gott, das sind so viele. Wenn zwei kommen, wähle ich mal eine aus, die mich am meisten interessiert. Proto-Existenzialismus. Dies war keine philosophische Bewegung, sondern verschiedene Philosophen, die Konzepte und Ideen analysierten und diskutierten, die sie für fehlerhaft hielten. Das allgemeine Denkbild von Intuition, Zeit, Intellekt und Wesen musste neu formuliert werden, um keine Pseudoprobleme zu kreieren. Naja, Prestige gewinnt plus 1 und Chemotherapie bringt uns eine Heeresverlustquote von minus 5%. Wie großartig. Die Feldchemotherapie. Kennt ihr die nicht? So, jetzt können wir direkt nochmal die Meinung steigern. Damit wären wir herzlich jetzt. Und damit könnten sie bestimmte Aktionen nicht durchführen. Wir könnten aber auch... wir könnten aber auch... In Verruf bringen können wir nicht. Ne, ich glaube, am besten ist es, wenn wir jetzt nochmal die Meinung steigern, weil das reduziert auch die Möglichkeiten der anderen Großmächte. Jetzt sind wir vertraut. So, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Jetzt gehen wir richtig nach vorne dort. Und jetzt wird spannend, ob wir den Österreichern jetzt irgendwie zuvorkommen können. Gucken wir, ob wir hier irgendwas Wichtiges übersehen haben. Das sind alles wahrscheinlich nur Forts, die gebaut werden. Was macht? Unsere Bilanz ist extrem gut. In den Zeitungen der spanisch-marokkanische Krieg spielt eine Rolle. Und in der anderen die nassauische Angst. Na sowas. Na, Marokko ist bald nicht mehr existent. Und damit dehnt sich die französische Einflusszone natürlich auch weiter aus. So, die Oberhaustendenz ist tatsächlich die gleiche. Wir gehen aber mal zurück zu dieser Geschichte hier. Was macht jetzt Österreich mit ihren 50 Punkten, die sie da bestimmt gleich bekommen? Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Wir könnten eine andere Großmacht jetzt in Verruf bringen. Zum Beispiel Frankreich. Das würde jetzt mal gehen. Das machen wir jetzt mal. Vielleicht ist das ganz gut. Eigentlich müssten sie jetzt deutlich langsamer steigen als wir. So, wir haben aber jetzt eine Untergrunddruckerei. Wir, das Volkskomitee für ein freies Preußen, präsentieren daher der Regierung in Berlin die folgende simple Forderung. Macht dem Einparteienstaat ein Ende. Simple Forderung, na klar, was denkt dieser Pöbel eigentlich, wer er ist? Flugblätter mit Slogans gegen die Regierung tauchen in allen Bars und Kaffeehäusern eines unserer Staaten auf und wir vermuten, dass sie aus einer Untergrunddruckerei in der Region stammen. Die örtliche Polizei will den Betrieb schließen und all dies wäre eine Routineoperation, wenn die Flugblätter nicht schon von einer großen Menge Leute im Staat gelesen worden wären. Ein Schließen der Druckerei würde zweifellos eine Menge Ärger entfachen. So, wir schließen die trotzdem in Ostpreußen. Sowas darf es bei uns nicht geben. Puh, so, wir sind jetzt ziemlich schnell. Und die Frage ist, sind wir schneller bei 100 als die Franzosen bei 50? Oh nein. Luxemburg, wir haben Luxemburg verloren. Die Niederlande, ich fasse es nicht. Aber... Luxemburg, da sollten wir doch einigen Einfluss haben. 99. Das müsste doch möglich sein, sie relativ schnell in unsere Fähre zurückzuholen. Sphäre.
So. Da sind sie wieder. Das Problem ist, dass wir jetzt wieder von Null anfangen müssen. Machen wir aber immer nur einen Tick. Ja, ist gar nicht so einfach, diese Geschichte. Ich glaube, in Sachsen sind wir jetzt eigentlich auf Nummer sicher. Die Österreicher haben da aufgegeben. Dann nehmen wir den Tick raus, um weiter hier das Maximum in Baden geben zu können. Denn das ist jetzt hier der Wettlauf. Der Wettlauf um Baden. Die Österreicher scheinen nicht mehr mitzumachen. Die Niederlande sind nicht mehr Großmacht. Belgien ist jetzt Großmacht. Oh, das ist aber eine bedeutsame Entwicklung. Das ist eine sehr bedeutsame Entwicklung. Schauen wir uns das gleich mal an. Haben die irgendwelche? Die sind verbündet mit Frankreich. Okay, und Frankreich ist doch aber noch verbündet mit... Nee, mit keiner anderen Großmacht. Okay, dann hat Frankreich jetzt insofern weiter an Macht gewonnen durch diese Aktion, während die Österreicher weiter an Einfluss verloren haben, muss man einfach mal so sagen. Denn Holland war ihr Bündnispartner und wenn die keine Großmacht mehr sind, ist das eher ein Schlag für Österreich. Okay, interessante Entwicklung, liebe Freunde. Ich denke, mit diesem Zwischenstand werden wir erstmal aufhören müssen. Das nächste Mal hoffe ich, dass wir mit Baden soweit sind. Das muss doch möglich sein. Ich glaube, wir haben jetzt sind auf, zumindest auf dem richtigen Weg, sagen wir es mal so. Das könnte was werden. Also, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinwall.